Hey Leute, in diesem Guide zu Tears of the Kingdom geht es um den Sepap-Schrein. Der ist in der Ebene von Hyrule, östlich von Schloss Hyrule. Hier seht ihr ihn auf der Karte und wir fangen direkt an. Im ersten Raum habt ihr ein ganz leichtes Rätsel. Da lauft ihr einfach geradeaus, stellt euch auf diese Treppe hier links und wartet, bis die Plattform wieder zu euch kommt. Jetzt dreht ihr die Zeit zurück und steigt auf die Plattform drauf und ihr werdet nach oben gefahren. Erstes Rätsel beendet. Hier könnt ihr euch an der Tür eine Fackel schnappen, die ist ganz wichtig, wenn ihr keine Feuerfrüchte dabei habt. Anschließend können wir jetzt entweder auf ein Floß warten, um auf die andere Seite zu kommen, oder wir schwimmen einfach dahin. Wenn wir aber mit dem Floß fahren, können wir gleichzeitig die Fackel entzünden. Hier auf der anderen Seite angekommen, verbrennen wir mal diese Ranken an der Wand. Dadurch fällt eine Truhe herunter, die beinhaltet einen starken Konstruktbogen. Jetzt müssen wir wieder auf die andere Seite, aber die Strömung ist zu stark, also warten wir auf ein Floß. Wenn das Floß bei uns ist, benutzen wir die Zeitumkehr, springen drauf und lassen uns auf die andere Seite fahren. Wenn ihr jetzt keine Feuerfrüchte dabei habt, dann könnt ihr die Fackel an diesen Feuerkelchen entzünden. Hier bei der Tür müssen wir zuerst einen Ständer entzünden, also entweder mit der Fackel oder wie ich mit der Feuerfrucht. Ich habe dann einen kleinen Stock genommen, draufgehauen und dann konnte ich auch den zweiten Ständer damit entflammen. Na gut, ich habe die Fackel benutzt, aber ein kleiner Stock hätte es auch getan. Also dann öffnet sich hier die Tür und wir kommen in den letzten Rätselraum. Geradeaus sind zwei Gittertüren und auf der rechten Seite sind zwei Einkerbungen und eine Kugel. Ja, die haben natürlich was miteinander zu tun. Wir schnappen uns jetzt die Kugel und stecken sie in die erste Einkerbung. Sobald die Kugel da drin ist, wird sich das Gitter oben öffnen. Dann nehmen wir die Kugel wieder raus, also mit unserer Ultra-Handkraft logischerweise. Und dann stecken wir sie in die untere Einkerbung rein. Das bewirkt, dass sich das untere Gitter öffnet. Und durch das müssen wir jetzt laufen. So, wenn wir durch sind, dann benutzen wir die Zeitumkehr an der Kugel. Nicht die Ultrahand, so wie ich jetzt gerade, sondern die Zeitumkehr. So. Genau, dann wird die Kugel wieder nach oben wandern. Und wir stellen uns jetzt schon mal an das obere Gitter und warten, bis es aufgeht. Und zack, dann ist es jetzt, jetzt ist es offen und wir können durch. Und oben ist der Altar, mit dem wir interagieren können. Und dann haben wir das Rätsel hier auch gelöst im Schrein. So, das war's auch, Leute. Ich danke euch fürs Zuschauen. Hoffe, der Guide hat euch geholfen und gefallen. Falls ja, lasst gerne wie immer Feedback da und wir sehen uns im nächsten Guide. Haut rein und bis bald.